Und immer noch in den Borderlands, immer noch im Frostburn Canyon. Wieder Bart von den Pixelbärten alleine. Wir sind dabei, die gute alte Firehawk-Kult-Quest abzuschließen. Und nachdem wir den ganzen Blödsinn für den Flammenmeister gemacht haben und irgendwelche Kultspinner in Brand gesteckt haben, die es immer so wollten, sollen wir nun zu dieser großen Entflammung gehen. Was auch immer das ist. Ja, bestimmt keine Opfer von unwilligen Menschen. Natürlich nicht. Ja, ich glaube, dieser Weg ist kürzer. Ja, komm, gehen wir hier lang. Mit unserer treuen sprechenden Knarre. Schroti die Schrotflinte. Schauen wir mal, was da so passiert. Gibt's doch nicht. Da denkt man sich nichts Böses und dann. Jo. So, Kollege. Schnauze voll hier, was das? Man nervt doch nicht. Kleiner. Schissener Scheißer. Oh, gib mir hier Geld. Das will ich auch haben. So. Ich weiß schon, warum ich immer den anderen Weg nehme. Weniger Spider-Eins. Blödsinnige Drecksviecher. Ja, komm hier. Ja, gut, man könnte ja auch einfach weitergehen, ne? Aber warum? Ist ja langweilig. Ja, 100 Feinde mit einer Shotgun töten, das haben wir doch schon fast voll. Hast mich doch gar nicht getroffen mit dem Scheiß. Ich würde sagen, Bullshit. Ja. Schöne Chance. Gute Nacht, ihr nervigen Spinnenviecher. Ach, scheiße, das könnte sich doch als etwas schwieriger herausstellen, als gedacht, da hinzukommen, beziehungsweise ein etwas längerer Weg. Denn hier, guck dir das mal an. Da kommen die von der Seite schon wieder. So, darf ich jetzt mal gucken, wo ich hier hinkommen würde? Ach, nee, auch scheiße. Alles für den Hintern. Komm, nehmen wir den Weg. Da weiß ich wenigstens, wo es hingeht.
Och, diese Questreihe ist zwar vom Story-Aspekt sehr unterhaltsam, aber äußerst nervig durch das ganze Hin- und Hergerenne hier. Alles in Gebiete, die man schon kennt und ach. Und vor allem alles durch Gebiete, die man schon ein paar Mal gelaufen ist. Und was sagt man dazu? Schädlingsbekämpfung. Ja, komm hier, sonst kriegst du direkt noch eine. Genug. Voller Munition. So. Zumindest finde ich hier wieder nur Munition, die ich nicht brauche. Schönen Dank auch. Algorithmus. Die Zuckerpüppchen kommen zum Gemetzel. Ganz einfach, weil wir nachher. Sehr schön. Ich mal ein bisschen Munition, die ich auch gebrauchen kann. Ja, ich glaube, das solltest du lieber, mein Freund. So, ins Gesicht. Das ist bestimmt nicht gut. Ein Badass weniger. Für den Badass nehme ich sogar die andere Knarre. Das hat ihn ruhig gestellt. Nervige Psychos. Jetzt gehen wir quasi noch einmal durch die komplette Map. Ja, das hätten sie ein bisschen anders machen können vom Spieldesign. Aber gut. Oh! Stop. Was ist das denn? Beutezwerg, krass. Nur auf dem Level nützt ja nichts. Da seht ihr, in jeder Kiste können solche Typen hier sein. Und in der Regel geben die auch viel, viel, viel besseres Loot. Boah, habe ich hier nicht schon jeden Spider-Hand auf dieser Map erledigt? Die Munition hier holen. Dann bin ich eigentlich auch bereit für die große Entflammung. Verflammung, Entflammung. Na, du Kleiner. Angeblich werden wir hier alle ein Team, ne? Von wegen Flammenanbeter und so eine Scheiße. Da frage ich mich, warum die Spinner mich hier angreifen. Mein Gott, hier kommen. Ja, komm, hier geht gleich sowieso die Shit ab. Mein Gott. Wo bist du denn, Macht? Du bist ja gar nicht der Goliath, den ich gesucht habe. Keine Bewegung.
Ich glaube nicht. So. Ich will nicht sterben. Diese Narren aus Sanctuary wissen die Erhabenheit des Firehawks nicht zu schätzen. Ihre bloße Existenz ist ein Frevel. Schütze deine Augen, Killer. Ich komme. Ja, wer hätte das gedacht? Eure Göttin ist erschienen und sie ist bitter enttäuscht. Kammerjäger, ich bringe diese Zivilisten zurück nach Sanctuary, während du diese Irren zerschmetterst. Das kann nicht sein. Ja, okay. Ich kann. Kein Problem. Ja, kann schon. Also, ich will ja nicht sagen, habe ich nicht gesagt, aber naja, welch eine Überraschung. Irre sind irre. Gute Arbeit mit dem Kult. Ich sag's dir, Mann, eine Göttin zu sein ist voll für'n Arsch. Wir verdanken dir unser Leben, Kammerjäger. Ja, hol dich dem Kammerjäger, hol dich dem Kammerjäger. Komm zurück. Ja, so eine eigene Religion. Er hat doch, glaube ich, auch gar nicht mal so gut. Na, eigentlich hätte ich jetzt auch weitergehen können. Ach, egal. Jetzt sind wir schon wieder auf halbem Weg hier. Ja, kommen wir hier rum. Naja, anscheinend nicht. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zurück nach Sanctuary, geben die bisher erledigten Quests ab. Oh. Ja, nach einem neuen Look für die gute Maya. Den sind schnell mein Gesicht, ich kann es nicht mehr sehen. Schalt sie aus! Ach, guck mal, Freund. Passiert, wenn man einfach nur einen Schluck trinken will. Ich will die respawnenden Spinner zurück. Ab nach Sanctuary. Ein bisschen von Lit-Belohnung abkassieren. Mal schauen, wie nah uns das an Level 18 bringt. Ich vermute ja mal nicht sehr nah. Denn, naja. Die waren ja alle für etwas niedrigere Level. Die Quests beim Firehawk und halt auch das Echo-Sammeln, das war jetzt auch nicht sonderlich schwer. Roland, da ist er doch. Lilly! Scheiß Kultquatsch. Amen. Danke. Je weniger Hyperion über mich weiß, desto besser. Du hast die Echos doch nicht abgehört, oder? Dumme Frage. Yep, wirklich dumme Frage. Wir haben euren Blödsinn mitgekriegt.
Neues Outfit. Was nehmen wir denn? Den hatten wir ja am Anfang. Nein. 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 Nö. Nö. Och, scheiße, nein. Ja, komm, das können wir doch nehmen. Einäugiger Spion ist doch ganz gut. Ja. Ach komm, ein bisschen abgespaced geht. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus soweit. Ja, und ich würde sagen, damit machen wir jetzt mal eine etwas kürzere Folge. Und dann allzu weit will ich ja nicht voranschreiten. Ich möchte ja mit dem Herrn Pixel zusammenspielen. Und insofern, checkt den Channel weiter aus, guckt euch die anderen Videos an, abonnieren, liken, kommentieren und Instagram, auch ganz interessant. Übrigens gibt es auch ein kleines Gewinnspiel. Sobald wir 100 Abonnenten haben, gibt es Guthabenkarten für Xbox und die PlayStation unter den ersten 100 Abonnenten bzw. Followern. Bis dahin, tüdelü.